Servus. Ein schönes Wochenende heute wieder. Heute mache ich wieder einen kleinen Ausflug. Aber ich nehme trotzdem wie immer mal das Anfangsstück das Auto. Ich suche heute im Wald, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ein Flaschenhaus. Also das ist ein altes leerstehendes Gebäude, das haben sie nur gebaut aus Glasflaschen. Also das habe ich zumindest mal gesehen im Internet. Und das interessiert mich, deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich das irgendwo finde. Ja, aber ich fahre ein Stück mit dem Auto, weil ich habe es jetzt mal ins Navi eingegeben. Also du kommst nicht ganz bis zu dem Haus. Das ist klar, weil es mitten im Wald ist. Ich habe jetzt bloß die Koordinaten eingegeben. Es sind noch 29 Kilometer. Das ist irgendwo zwischen Lichtenfels und Hochstadt am Main oder so. Irgendwo mittendrin muss er sein. Wir gucken mal. Jetzt fahren wir erstmal die Richtung. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo in der Nähe einen Parkplatz finde. Ja, und dann laufen wir mal dorthin und gucken, ob wir es finden. Also angeblich soll es mitten im Wald sein, ohne Zufahrt, also ohne Weg. Ich probiere einfach mal, was dabei rauskommt. Mal schauen. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt bin ich irgendwo zwischen Weißmain und Alten Kunststadt, glaube ich. So genau kenne ich mich ja auch nicht aus. Ich fahre jetzt schon wieder Richtung Lichtenfelsen auswärts. Ja, jetzt gucke ich, ob ich irgendwo einen Parkplatz finde. Jetzt ist es nicht mehr so weit, jetzt muss ich mich irgendwo hinstellen und parken. Und dann laufe ich dorthin. Dann gucken wir mal, vielleicht gibt es trotzdem irgendwie einen Wanderweg oder so. Das wäre natürlich schön. So, ich habe jetzt einen Parkplatz gefunden in irgendeinem Kuhkopf. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich packe jetzt nochmal Zeug ein. Das Wetter sieht scheiße aus. Also nicht gerade gut, aber ich hab mir ja letztes Mal so einen Regenponcho bestellt. Das wiegt zwar, naja, 800 Gramm schätze ich, oder 1 Kilo, aber ich nehme es trotzdem mal lieber mit aus Sicherheitsgründen. So, da bauen wir noch eine Powerbank mit ein. Ein Kabel. Wenn das kalt ist, wechseln wir mal die Mütze. Ich glaube, es ist nicht gerade warm. So. Ja, steht es irgendwo auf dem Parkplatz. Na, jetzt laufen wir mal die Richtung. Mal gucken, wo wir da wieder hinkommen. Ne, ich bin quasi genau zwischen Zeublitz und Burgheim. Spießberg. Und von hier aus laufe ich jetzt. Ein kleiner idyllischer Ort hier. Ganz ruhig. Entweder schlafen die alle oder keine Ahnung. Aber hier steht schon alter Wohnwagen rum. Also so ein Ding organisiere ich mir auch mal irgendwann. Da habe ich ein bisschen mehr Platz wie in meinem kleinen Auto. Auch mit Fahrrad und so. Ja, ich bin noch mal gespannt. Also noch gibt es auf jeden Fall einen Weg, wo man drauf laufen kann. Aber bei dem Haus. Angeblich nicht mehr, das soll mittendrin versteckt sein. Ich muss noch mal gucken, ob ich es finde. Ja, mal schauen. Also ohne was zu essen geht überhaupt nicht. Etwas kochen, das mache ich heute nicht. Heute nehme ich einfach nur Brot, Salamibrot und Paprika. Reicht völlig. Hier draußen schmeckt alles. Geht nur bergauf. Nur bergauf.
Ja. Aber sind angeblich, hatte laut Dingsbums, sind es was so 500 Meter, 8 Minuten oder so. Na, ich bin mal gespannt. Also mittlerweile gibt es nämlich keinen Weg mehr. Derweil ist es wirklich mitten in den Wald. Also, ich weiß nicht, wo wir da langlaufen. Ja. Also ich ahne mal, dass das mal ein Weg war. Manchmal sieht man den noch kurz, manchmal nicht. So, jetzt habe ich auch wieder einen Weg gefunden. Das war anscheinend mal der alte Zuweg zu dem Haus. Den habe ich jetzt wieder gefunden, jetzt bin ich wieder auf den Weg gekommen. Und sind bloß noch 200 Meter bis zum Ziel. Ich bin auch gespannt, ob das Ding überhaupt noch steht. Doch, da ist das Haus, ich sehe es schon. Mal gucken. Sehr mystisch aus. Naja, so sieht es von außen aus. Ist schon schade um so ein schönes Grundstück, weil es ist mitten im Wald, schön ruhig. Naja, ja, sie machen halt alles kaputt. Schade drum. Ja, und innen sieht am schönsten aus, wenn halt die Sonne drauf scheint. Ist bestimmt richtig cool. Dann laufen wir lang hier, sieht ein bisschen wackelig aus herunter. Da ist gerade noch ein anderer mit hier, der macht auch Aufnahmen. Auch noch Fotos, glaube ich. Sieht das geil aus, die Wände. Übelst geil. Also hier sieht ein bisschen Einschutzquelle, dass sich das aufdreht. Sieht nicht mehr sehr vertrauenswürdig aus. Schätz mal, wenn die Sonne scheint, sieht das richtig geil aus, die Wand. Hat was. Also auf so eine Idee muss man es bekommen. Aber ich finde es echt nicht immer schlecht. Oh yeah.
Sehr schade drum. Ein bisschen dunkel. Hier stand wahrscheinlich ein Ofen. Ziemlich kaputt. So, ich zeige es mal von der anderen Seite, wie es da aussieht. Wie gesagt, die Wände sind wirklich alles gebaut aus Glasflaschen und Beton, weiter nichts. Aber stabil ist es. Und sieht auch sehr schön aus. Vor allem von innen sieht es schön aus, wenn halt das Licht drauf scheint. Die Sonne, das leuchtet halt so richtig schön. Und wie gesagt, das ist mitten im Wald, das Ding. Ne? Absolut herrliche Gegend. So, ich mache mich jetzt mal wieder auf den Heimweg. Es langt, da kommen jetzt nämlich andere Leute, wo sie es angucken wollen. Die will ich auch nicht weiter stören. So, ich gehe jetzt auch wieder weiter. Jetzt kommen halt andere Leute noch und gucken sie es an. Ja. Ich habe mir es auch mal angeguckt, also schlecht ist es nicht. Vor allem eine sehr, sehr schöne Lage. Es ist halt wirklich schön im Wald drinnen. Sehr ruhig, sehr, sehr schön aus. Also wirklich schön. So, jetzt gucke ich, ob ich mein Auto wieder finde unten in der Stadt. Ich muss ja auch wieder zurück, wieder quer durch den Wald. Aber wer das mal suchen will, gibt es einfach auf Google Maps ein. Man findet es auf jeden Fall einfach, weil ich habe mir Videos angeguckt, die haben alle gemeint, man findet es sehr schwer und so. Aber da kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde es, also ich habe es ziemlich einfach gefunden. Beim ersten Anlauf gleich. Naja, ich gehe jetzt auch wieder heim, aber das heißt wieder heim, aber ich gehe jetzt erstmal wieder zum Auto zurück. Ja, vielleicht koche ich mir noch irgendwas zu essen oder so. Mal gucken, was ich heute noch mache, da dauert es noch lang. Aber das Haus könnt ihr euch auch mal angucken und hiermit verabschiede ich mich auch. Dann ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.